neuen Video von mir. Ja, wie ihr es schon sehen könnt, ich bin bei der lieben Steffi, unsere Mamako Beauty. Der Hintergrund und alles, es ist total witzig, mal hier zu sitzen und mit der lieben Steffi ein Video abzudrehen. Ich freue mich gerade total. Und ja, wir waren ja zusammen bei DM. Ihr werdet es noch wissen von meinem Follow Me Around. Wir haben euch ja mitgenommen quasi. Ja, haben euch die Regale gezeigt. Wir waren quasi mit euch im DM. Und jetzt wollten wir euch heute die Sachen zeigen. Es ist ein bisschen was geworden. Ich hoffe, ihr freut euch und ich würde mal sagen, ganz viel Spaß beim Video. In diesem Video zeigen wir euch ja den kompletten Einkauf von der lieben Heidi, alles was sie geshoppt hat mit mir zusammen. Und es gibt noch ein weiteres Video natürlich auf meinem Kanal, wo ihr alle Sachen seht, die ich geshoppt habe mit der Heidi zusammen. Das kommt dann im Anschluss auch noch. Also wir drehen hier beide Filme zusammen ab und die gehören quasi zusammen. Und wenn ihr sie hintereinander schaut, egal in welcher Reihenfolge, habt ihr nicht nur ein Mega-Drogerie-Haul, sondern ein XXXXXXXXX einmal um Heidis Kopf rum. XXXXXXXL-Drogerie-Haul. Yeah! Und wir haben auch voll Quatsch gemacht. Also ich habe mal wieder total Quatsch gemacht. Und jetzt... Dings und so. Egal. Werdet ihr ja schon gesehen. Spielen wir alles ein, ne? Spielst du alles ein, Heidi, ne? Oder? Alles hier, ne? Heidi spielt alles ein. Okay, also wir legen los, damit das Video nicht zu lange wird. Ich versuche mich kurz zu halten. Steffi kneift mich immer in den Bauch, falls ich wieder anfange, zu viel zu quatschen. So, es wäre jetzt gerade der Moment. Okay, also wir fangen mit einer ganz tollen Sache an. Und zwar gibt es von Essie im Moment ein Angebot. Und zwar ist es dieses hier. Genau, da habe ich mich schon total drauf gefreut. Ich habe es schon überall so ein bisschen gesehen, auf Insta vor allem. Ding. Bei uns im DM gab es das noch nicht und deshalb habe ich mich total gefreut, als ich es hier entdeckt habe. Es sind 3 Essie-Nagellacke. Der Preis, der war super, weil es halt um einiges günstiger ist, quasi als, wenn man es halt normal kauft, regulär. Und die Farben sprechen mich halt total an, ne? Und nur dann lohnt es sich, wenn alle 3 Farben einem zusagen, sagen, ich kriege 3 Lacke zum Preis von 15 irgendwas war das. Ja, 15,95, und, genau. Dann lohnt es sich. Das sind halt voll meine Farben und ich freue mich riesig auf den Frühling und auf diese schönen Nagellacke. Wobei ich sagen muss, dass meine Nägel, ich habe es euch ja schon gesagt, ganz schlimm aussehen, aber ich bin dabei, sie zu pflegen. Dann kommen wir mal zu den nächsten Nagellacken. Das ist ein guter Übergang. Ich habe mir nämlich dann mal 2 von Astor gegönnt. Da hat mir die Farbe total gut gefallen. Also es ist zum einen dieses Purple Addiction heißt die. Sieht man ja, ist ja Purple. Genau, und dann natürlich Pink. Das hier nennt sich Pink with Envy. Envy? Ja. Ja. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mir den dann vorhin drauf gepinselt, als Steffi lecker für mich gekocht hat. Ich habe nicht geholfen, ist egal. Genau, dann habe ich mir den schön drauf gepinselt und dachte, Mensch, schöne Farbe, ne? So, als ich es hier so gesehen habe im Fläschchen, aber... Es geht leider gar nicht. Also ich habe es gesehen, nach dem ersten Auftrag habe ich gesagt, Entschuldigung, den musst du wieder abmachen. Ja. Und nach dem zweiten Auftrag, jetzt ist es einigermaßen erträglich. Vor allen Dingen, wenn ich mir dies so angucke, ne? Das wirkt schon fast matt. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen näher zeigen. Ich habe jetzt keine schönen Nägel. Und hier drauf steht... Perfect Stay Gelschein. Das hat mit Gelschein jetzt nichts zu tun. Hallo Astor, wo ist der Gelschein? Und da war ein Nagellackentferner vorher drauf, die Hände wurden gewaschen, es war alles fettbefreit, daran kann es nicht liegen. Und der ist also quasi qualitativ durchgefallen. Ja. Bei mir, nachdem ich das gesehen habe. Klar, und ich bin total enttäuscht, weil die ja jetzt preislich jetzt nicht so günstig sind. Ne? Also da kannst du dir lieber einen von P2 holen oder so. Ne? Ja. Da kann man sich zumindest drauf verlassen. Ja, und deshalb freue ich mich eben über dieses Angebot, weil ich weiß eben, dass Essie mich da nicht enttäuschen wird. Genau. Naja gut, okay, also ich wollte es euch nur mal sagen, vielleicht habe ich auch ein Montagsprodukt erwischt, das kann natürlich auch sein, aber ich wollte es halt gesagt haben. Ich bin ja ehrlich mit euch. So, als nächstes, machen wir mal bei Astor direkt weiter. Konnte ich nicht vorbeilaufen an den Lippenstiften von der Heidi. Es passt ja immer ganz gut, finde ich, ne? So der Name. Auf dem Lippenstift mein Name zu sehen. Genau, ich habe Bubbly genommen und es ist Pink. Völlig überraschend pink. Ja, was für ein Wunder. Also total schön. Ich kann euch den mal swatchen. Pink. Passt zu Heidi, ne? Das ist pink. Okay, also den habe ich mir gegönnt. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, den zu tragen. Dann habe ich mir einen Blush mitgenommen. Und zwar wollte ich die mal ausprobieren von Astor. Ich habe noch keinen Blush von Astor. Hast du? Ne, du hast den. Ja, ich darf es nicht verraten. Genau.
Also ich habe den hier mitgenommen. Den fand ich auch sehr schön. Genau, 002 Peach Coral heißt der. Und es sind halt drei Farbnuancen in einem. Also klar, man geht mit dem großen Pinsel rein, ne? Aber das hat mir halt so gut gefallen. Und auf meinem Handrücken hat man es halt noch schön gesehen. Auf Steffis Handrücken leider nicht, weil Steffi ist ja zu dunkel einfach. So braun. Böse. Das war dann, ja. Die hat es mehr gesehen, ich nicht. So, machen wir direkt bei Astor weiter, würde ich sagen. Ich habe mir überlegt, mal einen Lipgloss mitzunehmen. Ich bin ja so eine Lipgloss-Queen, das wisst ihr ja alle. Und an meine Manhattan-Lipglosse kommen ja eigentlich keine ran. Aber ich habe gedacht, komm, machst du mal einen Vergleich und gönnst dir mal etwas teureren Lipgloss. Und deshalb habe ich mich ja für diesen hier entschieden. Und zwar nennt er sich, ich sag's euch, ich weiß es nämlich nicht, Sweet Doll. Finde ich ein schöner Nude-Ton, so mit rosa und so goldenen Glitzerpartikeln enthalten, ganz feine, ne? Ganz feine Glitzerpartikel sind das auch, nur. Das? Man sieht's. Guck mal, ob man es erkennen könnte. Ja, ich glaube schon. Die Kamera fängt das bestimmt ein. Ja, wir sitzen ja heute auch sehr nah an der Kamera. So, wir sind ja bei Steffi. Sieht man's? Ein bisschen? Ja, man sieht's ein bisschen. Und ich bin echt total gespannt, wie so das Tragegefühl ist, beziehungsweise wie er sich verhält. Ich werde euch auf jeden Fall drüber berichten. Riecht der? Wahrscheinlich nicht wie mein Manhattan. Kannst du vergessen. Leider nicht. Nee. Es geht so. Nee. Also, nee. Ich bin da nicht so empfindlich. Ich finde, es geht. Und ich habe auch einen davon in so einem Orangeton, glaube ich. Und echt, den Orange? Fand ich ganz okay. Aber den habe ich jetzt schon länger nicht mehr drauf getragen. Gemacht? Das sind auch so Glitzerpartikel. Okay. Ja gut, also ich bin gespannt, ich werde euch berichten. Ich mache mal ganz kurz einen Zwischenstopp bei Essence und zwar, weil wir jetzt eben gerade bei Lipglosses sind, ich habe mir jetzt noch einen von Essence mitgenommen und zwar diese XXXL Shine Lipglosse, die finde ich richtig gut. Also die kommen meinen Manhattan schon sehr nahe. Ich finde diesen Namen so XXXXXL. Ich dachte bei Essence. Lasst euch mal was Neues einfallen. Benutzt ja. Mal so Worte wie Extreme oder Mega oder Giga oder so. Der der ist richtig toll. Also den habe ich auch schon und ich mag die richtig gerne. Also die sind auch vom Preis her super. Die sind sogar, glaube ich, ein Ticken günstiger als die von Manhattan. Will jetzt aber auch gerade nichts Falsches sagen. Und also auf jeden Fall eine Empfehlung. So gerade für in die Handtasche. Zwischendurch mache ich mir den drauf, wenn ich irgendwo an der Ampel stehe oder so. Also ich mag die richtig gerne und ich mag halt dieses Lipgloss-Gefühl total. Ihr wisst's ja. So. Gut, okay, dann kommen wir wieder zurück zu Astor. Ich habe ja gerade kurz eine Schleife gemacht. Und zwar wollte ich mir diesen Eyeliner-Pen mal mitnehmen. Der hat mich nämlich interessiert, weil er ja ganz interessant quasi gemacht ist. Er ist nämlich so ein bisschen schräg. Also er ist so Ja, ich sehe es. Siehst du es? Mhm. Und dann kann man sich nämlich entweder mit der einen Seite den Eyeliner-Strich ziehen, dann hat man ein bisschen dickeren, oder man hält den Stift dann anders und dann hat man feineren. Und ich bin ganz gespannt, es erinnert mich so ein bisschen an einen Filzstift, aber freue ich mich drauf. Ja. Hast du den schon? Kennst nein. du den? Nee? Okay, also ich werde euch berichten. So, als nächstes habe ich mir dann zwei Lip Liner mitgenommen. Und jeder, der mir schon länger zuschaut, weiß, dass ich da eigentlich kein Fan von bin. Aber meine Freundin Steffi kennt sich da super mit aus. Also die ist so meine Lip Liner Queen. Sie macht es ja wirklich auch ganz akkurat und ganz ordentlich immer. Und dachte ich mir, Mensch, das musst du mal ausprobieren. Also hat sie mich quasi angefixt. Und mir haben zwei Farben gut gefallen. Und zwar zum einen dieser hier. Der nennt sich Rosewood, die 032. Und das ist halt so ein etwas, dunklerer, ich sag ja immer so gern Mauve-Ton. Aber Steffi meinte, das wäre, Rosenholz mit einem leichten Brauneinschlag, ja. aber sehr natürlich und ich glaube, der passt zu vielen Farbtönen, also dann läuft halt der Lippenstift auch nicht so aus und man kann halt schön, ich muss es immer machen, weil meine Lippe nicht so ordentlich pigmentiert ist, bei mir ist alles ein bisschen uneben, damit es schön aussieht, muss ich mit dem Lip Liner und deswegen benutze ich auch immer einen, aber die Farbe sieht ist auch immer sehr ganz schön bei dir aus und deshalb möchte ich das auch mal ausprobieren. Genau, und dann habe ich mir noch den hier mitgenommen und zwar ist es der 018 Cassis, also das ist halt so mehr meine Farbe, obwohl ich jetzt mir so denke, Mensch, ich muss ein bisschen von diesen Tönen jetzt wegkommen, weil das ja mehr so die Herbstfarben waren, ne? Also ja, so Beere, so Dunkelpink Beere und so. Und so, ne? Wisst ihr ja, dass ich das sehr, sehr gerne trage. Hier ist er. Aber jetzt mal so für besondere Anlässe werde ich ihn auf jeden Fall mal tragen. Und genau, und dann habe ich mir noch was für die Lippen mitgenommen. Und zwar, hättest du den auch schon, oder? Hast du den nicht auch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hast du ihn gekauft? Okay. Und zwar ist es dieser hier.
Eins, zwei, drei. Post. Also, Soft Sensation, der Lip Liner, und zwar ist es ein transparenter. Genau, und es dient einfach dafür, so habe ich es verstanden, dass der Lippenstift nicht irgendwo hinläuft, wo er nicht hin soll. Genau. Oder? Genau. Also ein durchsichtiger, ein transparenter, und ich bin gespannt, wie sich das so auf meinen Lippen verhält. Und das war es jetzt erstmal bei Astor. Soweit habe ich nichts mehr da liegen, ne? Nee. Genau. Dann habe ich mir... Oh, da noch... Ah, ja, genau. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, das wird cool. Und zwar ein Eyeshadow in Stiftform, also in Linerform, steht hier, ne? Mhm. Perfect Stay, 24 Stunden. Eyeshadow und Liner, also... Okay, genau, waterproof sogar. Und schaut euch mal bitte schön diese Farbe an. Oh mein Gott, wartet, wo swatche ich euch den hin? Da freue ich mich. Also ist jetzt ein bisschen heftig, ne? Wird das natürlich ist so jetzt, Aqua-Türkis, ja, für Wahnsinn, mich so, also total. Frühling, Sommer und schöne... Und waterproof steht drauf, also der wird halten. Wahnsinn, ja. Also so schöne bunte Oberteile, ne? So flatterige und so Shorts dazu. Also da freue ich mich schon drauf, den auf jeden Fall zu tragen. Mhm. Genau, aber das war es jetzt wirklich bei Astor, bei der Astor-Theke. Dann habe ich mir einfach nur ein Tool noch mitgenommen, und zwar für meine Lippenstifte. Das kennt ihr ja bestimmt bei DM. Das ist halt ganz praktisch. Das kann man immer gebrauchen. Dann habe ich mir noch was mitgenommen. Da hat mich auch die Steffi mit angefixt. Da hat sie auch ein Video zugemacht, das ich mir leider noch nicht angeschaut habe, weil ich keine Zeit hatte. Tut mir leid, aber ihr habt es bestimmt gesehen. Und zwar, wir unterhalten uns ja auch jeden Tag, ne? Da ist es auch was anderes. Also auf jeden Fall hat sie mir das hier empfohlen. Das soll ein Tube sein zu dem Benefit Augenbrauen. Ich habe sie nebeneinander gehalten und verglichen. Und ich sage, es ist ein Tube zum Benefit Gimme Brow. Das hier heißt Make Me Brow. Gibt es in zwei Farbvarianten. Genau. Einmal ein Dunkel, einmal ein Hell. Ich habe natürlich das Helle. Aber wenn man die nebeneinander sieht. Also, ja, und das ist halt ein enormer Preisunterschied, weil der von Benefit kostet ja ein Schweinegeld, kann man ja schon mal so dazu sagen. Und wenn du sagst, dass das ein Dupe ist, dann vertraue ich meiner Freundin Steffi, ist ja ganz klar. Dann habe ich mir noch, ganz unspektakulär so rum, eine Feuchtigkeitsmaske mitgenommen. Und zwar mag ich die total gerne, die hatte ich heute Nacht auch drauf. Und ich mag die total. Also die riecht so ganz extrem nach Gurke, total super. So dieses Frische, und also ich mag die. Salat, genau. Ja, nee, also die mag ich total gerne. Die kann ich euch auch empfehlen. Kennst du die? Nein, die kenne ich noch nicht. Dann hol dir die mal. Also ich finde sie toll. Würde mich auch mal interessieren, was du dazu sagst. Mhm. Dann habe ich mir von Evelyn einen ganz tollen Blendepinsel gekauft, aber den habe ich euch auch schon in die Kamera gehalten. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Stück davon. Und davon kann man nie genug genau, haben, wenn vom die anderen Preis schmutzig her, sind. Genau, und dann denkst du, Mensch, ne, nimmst du dir mal einen anderen frischen, und einfach total super, dieser Blendepinsel. Und dann habe ich mir noch ein Deo mitgenommen. Ihr wisst ja, dass ich sowas eigentlich nicht verwende. Dieses hier finde ich aber ganz toll. Es war das erste und das einzige, das ich mir in Deo-Form quasi gekauft habe. Ja. Ja, das weißt du ja, dass ich eher so dieses Puder mag. Ne? Und das von CD. Frische Deo. Genau. Granatapfel. Ja. Ohne Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe, frische Deo. An meiner Haut. Ohne Aluminiumsalz. Wasser und CD und ohne Aluminiumsalz. Ja, gut, da scheiden sich die Geister, ne? Aber ja, ist ja wurscht, aber ich mag das richtig gerne. Darf also, ich mal? Ja, klar. Probier mal. Es gibt ja leider noch kein Geruchs-YouTube. Es riecht gut. Ja. Ganz lecker. Ja, so Granatapfel. Ja. Ein Stück Granatapfel drauf, da wird wohl auch Granatapfel drin sein, aber. Es riecht nicht so künstlich nach Granatapfel, sondern wie so ein Schälchen Granatapfel, was man sich gerade so... Ja, ich kenn's. So ich mag's total gerne. Ja. Also deshalb habe ich könnte mir das nochmal mitgenommen. Könnte man vielleicht auch so als Body-Spray nehmen? Weil ich weiß mag ich Spüdeos nicht, weiß nicht so gerne. Nee. Also, gut. Das habe ich mir noch mitgenommen. Dann hat mich die liebe Steffi angefixt. Sie stand vor dem Regal, und zwar hat sie mir dieses hier empfohlen, beziehungsweise sie hat es für sich gekauft. Dann habe ich gesagt, hey, was hast du denn da? Und genau, sie hat es mir dann auch schön erklärt, wie unsere Steffi das immer so schön macht und kann. Genau, von Airwick so Duftsticker, also Stecker. Also man macht ein elektrischer ein elektrischer Duftstecker ist das. Das hier kommt in die, also das die kauft man einzeln. Das hier kostet 95 Cent, steckt man in die Steckdose, und dann gibt es halt diese kleinen Flakons in verschiedenen Duftrichtungen, die man einfach unten festschraubt mit einem Klick. Genau. Und dann ist das zusammen. Dann kommt es halt in die Steckdose, und durch diese
durch den Strom wird halt eben das Ganze erwärmt und dann kommt der Duft hier oben raus. Und man kann auch einstellen, in welcher Stärke man das haben möchte. 1, 2, 3, 4, so ein kleines Rädchen ist da dran. Und dann verteilt sich halt eben... Je nachdem, wie groß der Raum wahrscheinlich ist, genau, oder? Genau. Ja. Dann verteilt sich halt eben ein sanfter Duft. Wenn man das jetzt in zum Beispiel einem kleinen Badezimmer dran macht, dann reicht eins und dann reicht auch mal so eine Stunde oder zwei. Sonst ist der Duft viel zu stark. Okay. Wenn man es in einem riesengroßen Raum natürlich hat... Also ich habe es bei uns in einem großen Raum, auch nur auf Stufe 2 oder 3 und mache es dann auch halt eben nach ein paar Stunden wieder raus. Also ich lasse es jetzt nicht 24 Stunden Boah, ich bin mal gespannt. Also das ist halt so 6 bis 8 Wochen. Ich mag das total gerne, weil es ein verlässlicher Duft ist. Also alles, was ich bisher so aufgestellt habe, verfliegt mir zu schnell und deswegen, die sind echt verlässlich, die Dinger. Deswegen wollte ich da halt neu haben. Ich kenne es nicht. Also ich hatte das nicht. Ich weiß, dass meine Mutter sowas für die Steckdose hat. Und bei der riecht es auch immer ganz, ganz toll. Aber ja, wie es halt bei einer Mama riecht, ne? Klar, aber... So, ich kannte das nicht. Also gut, das habe ich mir mitgenommen. Danke, liebe Steffi. Alles hier zur Seite. Ne? Alles, was sie schon gezeigt hat, kommt hier genau. zur Seite. So, dann habe ich mir von Balea noch was mitgenommen. Und zwar kannte ich das vom DM Camp. Wir hatten das in der Goodie Bag. Und zwar ist es dieses Douche Body Milk Vanille. Und das ist so toll, weil das für mich einfach ein 2-in-1 Produkt ist. Also das heißt, ich dusche mich damit und muss mich danach nicht mehr eincremen, weil meine Haut so weich ist. Und das ist so ein angenehmes Gefühl. Ist und es einfach wahnsinnig gut riecht. Und dann riecht es halt, ja, wie gesagt, nach Vanille und das ist halt so traumhaft. Du kennst es ja, ne? Ja. Oh, ich mag das so gerne. Total. Und meins war jetzt leer und deshalb, ja, durfte es mit. Dann habe ich mir noch was zu knabbern mitgenommen für die Fahrt nach Hause von Alnatura, meine Reiswaffeln. Meine Weißmuffin. Warte. Ich esse immer meine Weißmuffin, wenn ich nach Hause fahre. Okay, warte, wo war ich denn? Bei deinen Weißmuffin. Das schaffe ich jetzt nimmer. Das kriege ich jetzt nimmer die Kurve. Okay, ja, dann habe ich mir noch von Alnatura meine Maiswaffeln mitgenommen. Entschuldigung, jetzt habe ich sie vor die Steffi gehalten. Ja, genau, weil ich habe ja dann noch eine weite Fahrt nach Hause und ich mag die total gerne für zwischendurch, jetzt gerade im Auto. Die riechen ein bisschen komisch, also mein Mann, der sagt immer, es stinkt voll, aber es kann ja mir egal sein, also mir schmeckt's und deshalb kaufe ich mir die immer. Lecker, Knabberspaß. Genau, einfach jetzt so dann für die Fahrt und ich habe mir noch was für den Haushalt mitgenommen und zwar liebe ich mein Burti. Ja, Waschpulver. Ich liebe mein Burti. Mein Burti. Du? Mein Mann liebe ich auch. Noah, ich muss das mal hier hinhalten, weil sonst sieht man dich ja nicht. Ja, ja. Für schwarze Wäsche und her, geht das auch? Dunkles ja, und schwarzes? Ja, für dunkles und schwarzes. Ich nehme immer das von Perwoll. Das gibt's für weißes und für schwarzes. Ja, aber es ist teurer. Das ist so ja das Glück zu Perwoll. Ja, ja. Und das ist auch gut, ich habe es noch nicht ausprobiert. Genau, ich liebe das. Wenn du da dran riechst, du wirst es lieben und es wir ist riechen viel, jetzt mal am viel günstiger. Wirklich. Und das ist ganz toll für dunkle Wäsche. Das riecht auch gut. Es ist ganz toll, wirklich. Okay. Und wenn du die Wäsche rausholst, du wirst es lieben. Probier es einfach mal aus. Ja, ich liebe es aus. Das habe ich euch auch in meinem Favoriten-Haushaltsvideo gezeigt. Da werdet ihr euch bestimmt dran erinnern. Und dann habe ich mir noch was fürs Bad mitgenommen. Ganz unspektakulär. WC Fit. Pur Power Hygienereiniger, genau, hatte ich jetzt auch mal wieder gebraucht. Und dann wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, was ich mir zu Hause im DM noch mitgenommen habe. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich ja, DM-Kaufverbot hatte sozusagen. Ich spare ja auf ein paar Sachen und ich war wirklich ganz, ganz tapfer. Also jeder, der mir schon länger zuschaut, der weiß es auch, dass ich ganz lang nichts mehr im DM gekauft habe. Und jetzt, ich glaube, letzte Woche war ich kurz im DM. Mhm. Und habe Zahnpasta gebraucht für die Mäuse. Genau, die kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar nehme ich immer diese hier von Signal. Das mögen zwei meiner Kinder total gerne. Die zwei Großen, die nehmen schon ja, erwachsenen Zahnpasta sozusagen. Und da habe ich ein Angebot gesehen. Zum einen dieses hier von Alverde, diese Körperbutter. Die mag ich total gerne. Die habe ich auch noch ein bisschen was zu Hause. Die war reduziert, weil der Deckel hier kaputt ist. Kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Und zwar ist der Deckel kaputt. Und deshalb haben sie es reduziert auf 2,50 Euro. Habe ich es mitgenommen, weil die andere, die ich zu Hause habe, die ist eben bald leer. Und da werde ich den Deckel abschrauben und hier drauf machen. Kann mir ja egal sein mit dem Deckel. Mhm. Aber ich habe Geld gespart. Da bin ich natürlich total glücklich immer. Dann aus einer LE. Und zwar ja von Katrin. Und zwar nannte die sich Rokoko LE, genau, dieses Trio. Ist das ein Trio? Das ist eigentlich ein Quattro. Guck mal. Eins ist es, drei Farben sind es nur. Da kommen zwei Farben. Ah ja, genau. Die kommen halt einfach nur doppelt vor. Ah, ich bin ganz wirr. Es ist verwirrend.
Es ist ganz so viele ganz Felder. Drin. Genau, genau. Ich habe nur die 2,95 gesehen, sind wir mal ehrlich. Aber es sieht auch wirklich so, toll aus. Auf jeden Fall sieht es ganz toll aus. Genau, ich kann es euch ja so nochmal zeigen. Hm. Also vielleicht kennt ihr es ja schon. Auf jeden Fall durfte es mit. Ihr wisst ja, dass ich auch nicht jede LE jage. Aber wenn ich dann sowas sehe, natürlich nehme ich es dann gerne mit. Und von Essence, die Cinderella LE, die war dann auch schon bei uns reduziert. Und da musste ich mir den Blush mitnehmen. Der war ja auch total gehypt. Zu Recht, weil er ist wirklich ganz, ganz toll. Also mir gefällt er super gut. Erstmal diese Verpackung ist total genau, süß. Genau, ganz goldig. Wenn man ihn so aufmacht, ja. Auch nochmal so. Ja. Sieht total schön aus. Ganz süß gemacht. Und das hat dann nur noch 1,65 gekostet. Und den Highlighter habe ich mir dann noch mitgenommen. Genau, der war nämlich dann auch reduziert auf 1,65 €. Und mit diesem Rosenmuster, dieses eingestanzte, ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Und an einer LE bin ich dann doch nicht vorbeigekommen. Und zwar ist es ja auch von Catrice. Und zwar ich die auch nicht. Pure Shimmer. Echt? Ich habe den noch schon gezeigt. Ach so, okay. In einem Haul. Ich stand vor dieser LE und dann habe ich den gesehen und habe gedacht, oh, den muss ich jetzt mitnehmen. Und ja, ich war einfach so happy, dass der überhaupt noch da war. Das hast du echt schön. Glück gehabt. Ne? Ja. Da hatte ich Glück, weil unser DM ja sehr klein ist. Also wir leben ja in einem kleinen Ort, das wisst ihr ja. Und da ist auch wirklich nichts abgegrabbelt oder so. Also ganz, ganz toll. Super. Und diese Einstanzung. Und der hat halt für mich ein Gold-Unterton. Mhm. Und bei dem hier, der ist halt eher kühler. Ne? Also der ist halt mehr so in Silber. Ne? Ja, wenn man sieht so man ja auch. Ne? Sieht man es auch ja, im ersten ja, ja. Aber beide wirklich ganz, ganz schön. Und dann habe ich mir von Alverde noch den Blush mitgenommen. Aber den habe ich jetzt zu Hause gelassen. Glaube ich. Moment. Oder ist er da irgendwo? Nimm doch den. Ach, dann nehme ich doch einfach mal den. Genau. Das war auch von einer LE, also aus einer LE, von Alverde eben, Naturkosmetik. Ups. Und der ist wirklich der Hammer. Also ich habe den auch auf Instagram gepostet und da meinte aber eine Abonnentin, Mensch, der ist überhaupt gar nicht gut pigmentiert. Also ganz heißt, ehrlich. Der heißt Lolly Pink, ne? Geh mal rein. So der viel Wahnsinn. Zum Thema, der ist nicht so gut pigmentiert, ne? Also da muss man wirklich nur ganz leicht mit dem Pinsel reingehen, sonst hast du hier so Clowns, Wangen. Wahnsinn. Der also der ist wirklich ganz toll und deshalb durfte der auch noch mit. Genau, Lolly Pink. Ja, und das war es eigentlich soweit für meine Sachen. Ich denke, das reicht auch fürs Erste. Also für das, dass ich ja eine Zeit lang nichts kaufen durfte, habe ich mir jetzt wieder ein paar Schätzchen gegönnt. Ganz besonders freue ich mich natürlich auf meinen Nagellack von Essie. Also da bin ich schon gespannt. Da werde ich euch auf jeden Fall ein paar schöne Bilder, auf Instagram posten, weil meine Nägel ja nicht wirklich vorzeigefähig sind. Naja, okay, vergesst es ganz schnell mit den Bildern wieder. Ja, genau. Also das war es soweit. Von meinem XXL Drogerie-Haul vom DM. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken beim Drogerie-Team, also beim DM-Team, dass wir da drehen durften. Das war ganz, ganz witzig. Genau, da haben wir eine Genehmigung bekommen. Also nochmal merci dafür. Und ich gebe mal ab an die Steffi. Die will bestimmt auch noch was sagen. Ich möchte Ihnen eigentlich nur sagen, dass ihr euch unbedingt das Follow Me Run angucken solltet. Ja, und unbedingt dann das Video von der Steffi. Wir waren ja zusammen im DM und haben diese ganzen schönen Sachen dort zusammen gekauft. Genau. Und wenn ihr Lust habt, guckt auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es auch nochmal einen DM. Genau, ich verlinke euch den unten in der Infobox. Und natürlich auch nochmal einen Follow Me Run. Da habt ihr ganz viel zu schauen. Ja. Und schaut euch das Dupe-Video nochmal an. Ach ja, stimmt. Aber das haben sie eh schon gemacht. Warst du ja nicht? No. Wer es noch nicht gesehen hat, genau. Herzlich eingeladen, schaut euch mal an. Genau. Okay, meine Lieben, das war es soweit von uns. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, dann habe ich mir noch von Alnatura meine Mais. Deine Muffins. Hast du dir deine Muffins auch eingepackt für die Fahrt? Ja. Lecker Muffin. Jetzt hör auf, sei jetzt ruhig. Yummy, yummy. Also Muffin, nochmal. Lecker. Nochmal? So. Weiß auch. Ich muss nur gut aussehen. Mehr ja, sei ruhig jetzt. Gucken eh alle nur auf dich. So. Also. Ja, dann. Warte. Warte. Ja, dann habe ich mir von Alnatura noch meine. Ich weiß jetzt mal was, ne? Ich habe nichts gemacht! Ich habe nur schön geguckt! Okay, ich mache nichts. Ich sag nichts und ich gucke auch nicht komisch.